Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe mich über die Einladung, diesen besonderen Gottesdienst mit Ihnen zu feiern, sehr gefreut. Und als der Jochen Weise dann noch sagte, am besten wäre doch vielleicht, wenn Sie über das Thema Gemeindeerneuerung nach Dietrich Bonhoeffer oder mit Dietrich Bonhoeffer sprechen würden, da konnte ich gar nicht mehr absagen. Es gibt nämlich zwei Theologen, die mich zutiefst in meinem Denken und meinem Leben geprägt haben. Der eine ist Martin Luther, und von dem haben Sie wahrscheinlich in diesem Jahr schon genug gehört. Und der zweite ist Dietrich Bonhoeffer. Ich war vor ganz vielen Jahren auch mal Vikar, vor 37 Jahren. Ich hatte die tolle Chance, mein Vikariat in Jerusalem zu absolvieren. Dort an der deutschsprachigen evangelischen Erlöserkirche mitten in der Altstadt von Jerusalem. Und ich erinnere mich daran, wie, da hatten wir eigentlich schon geschlossen, eine junge Amerikanerin klingelte und sagte, was ist das hier eigentlich für eine Kirche? Ich sagte, es ist German Lutheran Church. Eine deutsche lutherische Kirche. Deutschland. Das ist ja das Land Bonhoeffers. Nun hätte ich natürlich erwartet, dass sie bei einer lutherischen Kirche sagt, Deutschland ist ja das Land Luthers. Aber sie hat gesagt, Deutschland, das ist ja das Land Bonhoeffers. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass weltweit gesehen wahrscheinlich Dietrich Bonhoeffer der einflussreichste evangelische Theologe aus Deutschland ist. Ich habe dann später meine Doktorarbeit über Bonhoeffer geschrieben. Ich saß gerade daran, da kriegte ich eine Einladung aus, damals noch 1986, aus Ost-Berlin von der Humboldt-Universität. Und sie wollten anlässlich des 80. Geburtstags Bonhoeffers, also 1906 geboren, 1986 war damals der 80. Geburtstag Bonhoeffers, einen großen Festakt an der Humboldt-Universität, Bonhoeffers Universität, durchführen. Und ich freute mich, dass ich auch eingeladen war. Ich weiß noch, es war was ganz Besonderes, dann damals noch nach Ost-Berlin zu gehen und dass die überhaupt in dieser doch sehr stark sozialistisch-marxistisch geprägten Gesellschaft an Bonhoeffer besonders gedacht haben. Natürlich gab es da an der Theologischen Fakultät auch entsprechende Professoren. Und ich sitze in dieser Festveranstaltung neben, wie ich dann feststellte, einem Tierarzt aus Kuba. Oh, ich sage, das ist ja interessant. Ja, sagt er, ich mache hier so eine Art Aufbaustudium. Kuba und die DDR, das waren ja enge Beziehungen. Und ich sage, und was machen Sie bei einem Festakt als Tierarzt aus Kuba zum 80. Geburtstag von Dietrich Bonhoeffer? Ja, sagt er, ich will Ihnen sagen, ich habe eine alte Mutter. Und die liest jeden Morgen aus der Bibel und betet. Und jeden Abend liest sie einen Abschnitt aus dem Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Und ich möchte gerne herausfinden, was dahinter steckt, dass das Leben meiner Mutter so stark bestimmt. Bonhoeffer ist ein Theologe, dessen Potenzial unter uns überhaupt noch nicht ausgeschöpft ist. Was er in seinen 39 Jahren geschrieben, gedacht, gelebt hat, und wofür er gestorben ist, am 6. April 1945 haben ihn die Nazis hingerichtet auf persönlichen Befehl Adolf Hitlers, um ihm, der im Widerstand gegen Hitler war, doch nicht am Ende das Überleben nach dem Untergang zu gönnen. Deswegen spreche ich gerne zu Ihnen über das Thema Gemeindeerneuerung nach Dietrich Bonhoeffer. Aber wie das in einer evangelischen Kirche üblich ist, tue ich das in Auslegung eines zentralen Bibelwortes, das ich mithilfe von Dietrich Bonhoeffer gerne für Sie auslegen möchte. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, das Kapitel 12, die Verse 4 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist ein Herr.
Und es gibt verschiedene Begabungen, aber es ist ein Gott, der alles in allem wirkt. Jedem Einzelnen wird die Offenbarung des Geistes gegeben zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen die Gabe, die auszulegen. Dies alles wirkt derselbe eine Geist und teilt jedem das Seine zu, wie er will. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, Kirche und Gemeinde am Anfang des 21. Jahrhunderts brauchen Erneuerung. Das ist gar keine Frage. Auf der ganzen Welt wächst die Kirche Jesu Christi. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Noch nie haben so viele Menschen für ihren Glauben auch leiden müssen, wie am Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Gemeinde Jesu Christi ist im Aufbruch, nur in Europa, nur in Deutschland nicht. Wenn wir uns fragen, woher kommt Erneuerung, dann müssen wir sagen, diese Erneuerung geht immer von einer erneuten Hinwendung zum Worte Gottes aus. Wo immer das Wort des lebendigen Gottes ernst genommen wird, da wird auch Gemeinde neu. Gemeinde entsteht geradezu aus dem Wort Gottes. Es ist eine wunderbare Formulierung, die mir sehr gut gefällt, dass man sagt, die Gemeinde ist eine Schöpfung des Wortes, Creatura Verbi. Und wenn wir uns das anschauen, dort, wo Gemeinde im Aufbruch gewesen ist und wo sie heute im Aufbruch ist, da geht es vom Wort Gottes aus. Das war bei Jesus so, als er zum an das Volk Israel ergangenen Wort Gottes eine abschließende Offenbarung, die sein Vater ihm gegeben hat, hinzugefügt hat. Das war bei Paulus so, dass er vom Wort her das Evangelium nach Europa gebracht hat. Und natürlich, das war bei Luther so. Und es wird auch heute so sein, wenn wir Gemeindeerneuerung suchen, dann muss es aus dem Wort und aus einer neuen Hinwendung zum Wort Gottes geschehen. Der Geist Gottes wirkt durch das Wort. Durch das Wirken von Gottes guten Geist entsteht dann eine Gemeinschaft neuer Qualität. Ich möchte gerne dieses Wort aus dem 1. Korintherbrief auslegen und ich habe eine längere Einleitung und 3 Punkte. Der Mensch, das ist keine Frage, braucht Sinn und Orientierung in seinem Leben. Und da ist die Botschaft von dem Gott, der in diese Welt hineingekommen ist und der in Jesus Christus selber Leib geworden ist, der das Menschsein in seinen Höhen und Tiefen an seinem eigenen Leib erfahren hat, da ist das nach wie vor eine unüberbietbar gute Botschaft. Dieser Jesus Christus ist geistig, im Geist Gottes auch heute unter uns anwesend und er schenkt uns Anteil an Gottes Wirklichkeit. Das ist dann pulsierendes Leben und das beginnt jetzt und geht in Ewigkeit nicht zu Ende. Die Geschichte Jesu Christi und die von ihm gegründete Gemeinschaft geht auch nach dem Ende der leiblichen Anwesenheit Jesu Christi auf dieser Erde nicht zu Ende. Jesus Christus ist auch heute noch bei seinen Leuten, wie er es verheißen hat. Dietrich Bonhoeffer hat am Ende seines großartigen Buches Nachfolge gesagt, das Leben Jesu Christi ist auf dieser Erde noch nicht zu Ende gebracht. Christus lebt es weiter im Leben seiner Nachfolger. Das Leben
Jesu Christi unter uns, in dieser Welt, ist deswegen kein Gedanke. Es ist ein Körper. Es ist leiblich. Jesus Christus ist im Geist anwesend, aber er formt etwas Neues, eine neue Gemeinschaft in Raum und Zeit. Das gibt eine Voraussetzung. Die kommt in dem Predigtabschnitt nicht ausdrücklich zur Sprache, aber direkt davor. Es geht nämlich, so sagt es Paulus, darum, dass einem der Heilige Geist das Bekenntnis zu Jesus Christus schenkt, dass er der Herr ist. Davon haben wir gerade miteinander gesungen. Bonhoeffer hat es, nachdem er selber so eine Wende in seinem Leben erfahren hat, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, als er, interessanterweise, als er schon Privatdozent für Theologie an dieser Humboldt-Universität gewesen ist und als er da auf einmal gemerkt hat, es geht darum, auch ein persönliches Verhältnis zu diesem Jesus Christus zu gewinnen, dass er seine Studierenden, die in der Vorlesung vor ihm saßen, gefragt hat, sagt mal, habt ihr eigentlich Jesus lieb? Das war für die Studierenden ein Schock. Man wollte was lernen. Man wollte natürlich auf der Höhe der Zeit, des Denkens der Zeit sein. Man wollte die Begegnung in der systematischen Theologie zwischen Philosophie und Theologie miterleben und dem nachdenken. Und dann fragt in einer, am Ende einer Vorlesungsstunde dieser Bonhoeffer, es ist alles nichts wert, wenn ihr am Ende nicht Jesus wirklich lieb habt. Und diese Formulierung hat es in sich. Bonhoeffer hat selbst wiederentdeckt, dass allem christlichen Handeln die Nachfolge Christi vorangeht. Er hat dann darüber ein Buch geschrieben, Nachfolge. Er hat damit den Begriff Nachfolge auch in der Theologie wieder überhaupt zu einem aussagbaren, wichtigen Begriff gemacht. Das 1937 erschienene Buch Nachfolge ist nichts anderes als der Extrakt aus den zentralen Vorlesungen, die Bonhoeffer dann nach seiner Universitätszeit im nächsten größeren Schritt seines Lebens gehalten hat. Er hat nämlich für die bekennende Kirche, das waren ja die, die nicht Hitler gefolgt sind, sondern die wirklich Bibel und Bekenntnis folgen wollten, die haben ein Predigerseminar, mehrere Predigerseminare gegründet. Und bei dem Predigerseminar in Pommern, das freut mich natürlich als pommerscher Bischof, da war Dietrich Bonhoeffer der Direktor. Er hat dieses Predigerseminar im April 1935 auf der schönen Insel Zingst, auf dem Zingsthof gegründet. Es wurde dann im Juni desselben Jahres über eine kurze Zwischenstation in Greifswald nach Finkenwalde bei Stettin verlegt. Und dort hat Bonhoeffer in einer Vorlesung über Predigtlehre gesagt, die Wahrheit, die die Kirche verkündet, ist die Wahrheit, die sich eine eigene Existenzform in der Kirche schafft. Die Wahrheit, die die Kirche verkündet, ist die Wahrheit, die sich eine eigene Existenzform in der Kirche schafft. Der Wahrheits- und Wirklichkeitscharakter der Predigt hängt von der Existenzform der Kirche ab, das heißt von der Nachfolge. Die der Wahrheit der Predigt angemessene Existenzform der Kirche ist nicht Volksverbundenheit. Davon redeten die deutschen Christen, von Volksverbundenheit. Sondern die Nachfolge, der Gehorsam gegen das Gebot Jesu Christi. Und in diese Existenzform der Wahrheit wollte Bonhoeffer die Studenten und dann später die Vikare einüben. Was allerdings Nachfolge Jesu bedeutet, das war ja nicht so ohne weiteres in der evangelischen Kirche klar. Und deswegen legt Bonhoeffer in dem Buch Nachfolge, zuerst in den Vorlesungen und dann abgedruckt in dem Buch, die Nachfolgeworte Jesu aus, sehr ausführlich die Bergpredigt, die Aussendungsrede Jesu und die paulinischen Aussagen über die Gemeinde als Leib Christi. Und wir merken, wie in dieser Auslegung dessen, was Nachfolge ist, Bonhoeffer seine eigenen Erfahrungen mit einbringt. Der Bonhoeffer-Schüler Eberhard Bethke hat gesagt, es gibt im
Leben Bonhoeffers verschiedene Wenden. Er hat sich stark geändert. Und die erste entscheidende Wende ist, dass er Theologe geworden ist. Das war in seinem Elternhaus überhaupt nicht angelegt. Und die zweite Wende ist nun interessanterweise, dass er Christ geworden ist. Man sollte annehmen, die Reihenfolge müsste eigentlich anders sein, aber das gibt schon mal, dass vielleicht jemand zuerst Theologie studiert. Bei Bonhoeffer war es so, sogar promoviert hatte, habilitiert war und dann erst, wie er es von sich selber sagt, Christ geworden ist. Er schreibt 1936 an eine Bekannte, wie er selber Orientierung in seinem Leben gefunden hat. Das war etwa im Jahre 32. Er schreibt aus dieser Zeit: Ich stürzte mich in die Arbeit in sehr unchristlicher und undemütiger Weise. Ein wahnsinniger Ehrgeiz, den manche an mir gemerkt hatten, machte mir selber das Leben schwer und entzog mir die Liebe und das Vertrauen meiner Mitmenschen. Damals war ich furchtbar allein und mir selbst überlassen. Das war sehr schlimm. Dann kam etwas anderes, etwas, was mein Leben bis heute verändert und herumgeworfen hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel. Das ist auch wieder sehr schlimm zu sagen. Ich hatte schon oft gepredigt. Ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, darüber geredet und geschrieben. Und ich war noch kein Christ geworden, sondern ganz wild und ungebändigt mein eigener Herr. Ich weiß, ich habe damals aus der Sache Jesu Christi einen Vorteil für mich selbst, für meine wahnsinnige Eitelkeit gemacht. Ich bitte Gott, dass das nie wieder so kommt. Der damals 26 Jahre alte Dietrich Bonhoeffer hat beim Lesen der Bibel eine grundsätzliche Wende in seinem Leben erfahren und damit dann auch eine neue Sichtweise auf sein bisheriges Denken gewonnen. Im Licht der Bibel wird ihm bewusst, dass er sein Christsein bisher für eigene Zwecke instrumentalisiert hat und damit, so sagt er selbst, man wachte es gar nicht über jemand anders sozusagen, eigentlich noch kein Christ geworden war. Nachfolge, das merkt Bonhoeffer nun, das ist keine selbstgewählte Entscheidung, sondern da greift Gott nach uns. Und wir haben schlicht nur noch die Antwort zu geben. Nachfolge, sagt er, ist Antwort auf den Ruf Jesu. Ich zitiere mal einige Sätze aus diesem Buch Nachfolge. Jesus ruft in die Nachfolge. Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als den Gehorsam gegen den Ruf Jesu. Es ist nichts anderes als die Bindung an Jesus Christus allein. Das heißt gerade die vollkommene Durchbrechung jeder Programmatik, jeder Idealität, jeder Gesetzlichkeit. Darum ist kein weiterer Inhalt möglich, weil Jesus der einzige Inhalt ist. Neben Jesus gibt es hier keine Inhalte mehr. Er selber ist es. Nachfolge ist nichts als die Bindung an die Person Jesu Christi allein. In der Nachfolge beschlagnahmt Jesus Christus nicht nur das Leben des Nachfolgers, sondern derjenige, der mit Jesus lebt, der hinter ihm in der Nachfolge sozusagen hergeht, der möchte natürlich auch, dass er nicht alleine in der Nachfolge bleibt, sondern dass viele andere mit ihm auch in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Es entsteht der Wunsch, die Sehnsucht danach, dass das Heil, das ich erfahren habe, doch auch anderen zuteil werden möchte. Und deswegen gehören Nachfolge und die Einladung zum Glauben für andere zusammen. Es konnte, so sagt Bonhoeffer jetzt wieder, es konnte Jesus nicht genug sein, dass einige wenige seinen Ruf gehört hatten und ihm nachfolgten. Er konnte nicht daran denken, sich mit seinen Jüngern aristokratisch abzusondern und in der Weise großer Religionsstifter in der Abgeschiedenheit von der Menge des Volkes die Lehren höherer Erkenntnis und vollkommener Lebensführung zu übermitteln. Nein, es jammerte ihn, als er die Herde sah, dass sie keinen Hirten hatte. Und indem nun Jesus diejenigen, die ihm nachfolgen, auch sendet,
und damit in die Mission hineinstellt. Sendung heißt nichts anderes als Mission. Indem die von Christus Gesandten ihren Auftrag ausführen, sagt er, geht der eine Jesus Christus in seinen Boten durch das Land und tut sein Werk. Jesus lebt sein Leben weiter im Leben seiner Nachfolger. Der Missionsbefehl strukturiert, so sagt er, sozusagen den ganzen Dienst eines Pfarrers. Und Jesus konnte sich eben nicht damit beruhigen, dass einige wenige treu bei der Gemeinde bleiben, auch wenn das schon was ist, klar, sondern er sucht mit den Brüdern aus dem Finkenwalder Predigerseminar nach Wegen, wie erreicht werden kann, dass mehr zu diesem Gemeindekern hinzukommen. Nachfolge und Einladung zum Glauben, Nachfolge und Mission gehören untrennbar zusammen. Aber das hat jetzt die EKD-Synode 1999 gesagt, die sagt auch mal was Gutes. Aber wer heute von Mission redet, betritt einen verwilderten Garten. Mission hat einen schlechten Ruf in unserer Gesellschaft. Wir haben ja in Greifswald ein Institut an der Universität, nicht an der, sondern mit der Universität gegründet. Und Michael Herbst, der Direktor dieses Instituts, hat versucht, das in den Universitätsgremien durchzubringen. Und er ist zuerst gescheitert, denn das Institut sollte heißen Institut zur Erforschung von Mission und Gemeindeentwicklung. Und da haben die Professoren der anderen Fakultäten gesagt, also Mission geht nicht. Mission, das bedeutet ja, dass ich jemand anders versuche, meinen Willen aufzuzwingen. Mission hat immer etwas, muss ja nicht mit physischer Gewalt zu tun haben, aber doch mit geistiger Gewalt zu tun. Und da hat Michael vorgeschlagen, dann nennen wir das Institut doch Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung. Und da haben sie gesagt, ja, das machen wir. Und jetzt gibt es dieses Institut schon seit 12 Jahren in Greifswald. Mission hat einen schlechten Ruf. Aber wir kommen nicht darum herum. Es geht darum, dass der Glaube, den wir selber erfahren haben, ja, bei uns nicht nur innen bleibt, sondern auch nach außen geht. Der Geist bewegt uns in die Richtung, dass wir auch andere mitnehmen möchten in die Nachfolge Jesu Christi. Paulus zeichnet in dem Predigttext, den ich Ihnen jetzt eben gelesen habe, eine Gemeinschaft, die anders ist als die Gesellungsformen, die wir sonst kennen. Es sind hier die unterschiedlichsten Menschen, die zusammenkommen. Aber ausschlaggebend ist, dass das, was sich in der Gemeinde tummelt, einen gemeinsamen Ursprung hat. Darauf weist Paulus hin. Alles ist gewirkt von dem einen Geist Gottes, der Anteil gibt an Jesus Christus und jeder und jedem das Seine zuteilt. Paulus bezieht die Vielfalt der Gemeinde dann zurück auf den dreieinigen Gott, weil Gott in sich schon eine Vielfalt bildet. Deswegen entspricht ihm auch eine Gemeinde der Unterschiedlichen. Vielleicht haben Sie es beim ersten Lesen des Textes gar nicht so wahrnehmen können, aber Paulus hat sich seinen Einstieg in den Gedankengang offensichtlich sehr gut überlegt. Die vielgestaltige Einheit und die versöhnte Geschiedenheit in der Gemeinde haben ihren Ursprung im dreieinigen Gott. Und sie schaffen miteinander Raum für die Anwesenheit Gottes in dieser Welt. Der Leib Christi ist der Körper Gottes in Raum und Zeit. Ich lese die Verse 4 bis 6 aus dem 1. Korintherbrief 12 noch einmal in einer eigenen Übersetzung. Versucht, dem Gedankengang des Paulus hier nochmal ein bisschen stärker Ausdruck zu geben. Paulus sagt, es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist ein Herr. Und es gibt verschiedene Begabungen, aber es ist ein Gott, der alles in allen wirkt. Der Trinität von Geist, dem Herrn Jesus Christus und dem Vater Gott entspricht die Dreiheit von Gaben, Aufgaben und Begabung. Dass die Glaubensgemeinschaft bestimmende Prinzip ist der Geist Gottes. Und er führt die verschiedenen zu einem Leib zusammen. Vor Gott,
sind wir alle gleich. Und darum, ich schätze Martin Luther sonst sehr, ich sagte, es ist der zweite Theologe, aber an dieser Stelle ist die Übersetzung Luthers so, dass sie uns auf einen falschen Weg führt. Luther spricht hier von den Ämtern. Das ist unpassend. Es geht in der Gemeinde Jesu Christi nicht um eine Ämterhierarchie, hat man oft gemeint, aber es stimmt nicht, sondern um die Verschiedenheit von Diensten und Aufgaben. Vor Gott sind wir gleich, zugleich sind wir aber verschieden nach den Gaben, die wir empfangen haben. In der Gemeinde Jesu Christi gilt nicht, die einen sind die Autoritäten und geben die Anweisungen und die anderen führen sie dann aus. Nein, der Leib meint, dass jeder an seiner Stelle die eigene Verantwortung, aber dann für das Ganze trägt. Das ist der entscheidende Punkt bei dem Bild vom Leib. Der Dienst jedes einzelnen Gliedes ist für das Ganze wichtig. Fällt ein Glied aus, ist das Ganze gestört. Nun sagen Sie wahrscheinlich, naja, aber vielleicht ist doch der Kopf und die Hand wichtiger als der Darm. Aber jeder, der schon mal wirklich Probleme mit seinem Darm gehabt hat, weiß, dass das Ganze furchtbar ist. Ein kleines Unwohlsein kann die Leistungsfähigkeit völlig rauben. Es kommt darauf an, dass alles zusammenspielt. Eine Entzündung am kleinen Zeh, eine Blutvergiftung tritt ein und der ganze Mensch steht vielleicht an der Grenze des Todes. Es gibt keine wichtigen und keine unwichtigen Glieder am Leib. Jeder ist für das Ganze wichtig. Und jetzt kommen meine drei Punkte. Erstens, viele Gaben, aber ein Geist. Über diesen natürlichen Vergleich des Leibes hinaus gilt, die Gabe, die jeder und jede bekommen hat, ist sein oder ihr, und nun nehme ich die Übersetzung von Ernst Käsemann auf, einem bedeutenden evangelischen Theologen, die Gabe, die jeder und jeder bekommen hat, ist sein oder ihr Anteil an der Herrschaft und der Herrlichkeit Christi. Der Anteil an der Herrschaft und der Herrlichkeit Christi. Wenn wir unsere Gaben von Gott bekommen haben und dies unser Anteil am Herrn ist, dann müssen wir diesen Dienst mit der Gabe entsprechend unserer besonderen Berufung auch ausführen. Sonst nehmen wir ja das, was uns Gott geschenkt hat, unseren Anteil am Herrn, nicht wahr. Liebe Gemeinde, das, was Gott uns schenkt, verbindet uns mit Gott. Gott schenkt uns mit ihm zuerst seine Gemeinschaft. Er verbindet uns mit ihm. Durch die Sakramente Taufe und Abendmahl werden Menschen, die sich bisher völlig fremd waren, zu einem Leib zusammengefügt. Wir werden, so sagt Paulus es in Römer 6, in Christus hineingetauft. Die Taufe ist die Eingliederung in den Leib Christi. Und an anderer Stelle sagt der Apostel, ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Denn wie viele von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. So wie die Taufe unsere Gliedschaft am Leib Christi begründet, so ist das Abendmahl die stetige Erneuerung dieser Gemeinschaft. Wenige Verse vor dem Predigtext in 1. Korinther 10 sagt Paulus, der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele auch ein Leib, weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Das sind ungeheure Bilder und Vorstellungen, von denen der Apostel Paulus hier spricht. Und wir merken gleich, da verschwimmt die Grenze zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Gemeinde, zwischen der erfahrbaren und der überzeitlichen und überräumlichen Gemeinde. Auf der einen Seite ist die örtliche Gemeinde, in der getauft wird und in der das Abendmahl gefeiert wird. Es ist die örtliche Gemeinde, in der sich Menschen ganz real begegnen. Die bildet den Leib Christi. Und sie empfangen Anteil am Leib des Herrn durch das Abendmahl. Jede örtliche Gemeinde bildet sich aus der Tischgemeinschaft mit dem Jesus Christus, der sich für uns in den Tod dahingegeben hat. Diese Gemeinschaft ist nicht nur eine Gemeinschaft der körperlosen Ideen, sondern im konkreten Miteinander erfahrbar. Sie lebt aus dem gegenseitigen Geben und Nehmen.
Gottes Gabe ist es, dass diese neue geschenkte Gemeinschaft und zugleich immer ein konkreter Anteil in ihr ist. Mit der mir geschenkten Gabe nehme ich meine Gliedschaft am Leibe Christi wahr. Und dann gilt auch das Zweite. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist ein Herr. Deswegen ist Gnadengabe auch immer Aufgabe. Eine nicht wahrgenommene Gabe ist wie ein nicht mehr genutztes Körperteil. Es verliert seine Funktion und am Ende wird es vielleicht nicht mehr durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Und dann kann es verfaulen und den ganzen Körper infizieren. Dann ist der Körper krank. Gnade ist nie etwas, auf dem ich mich ausruhen kann, sondern immer etwas, was mich aktiviert. Deswegen ist Dienst Gnade. Der normale Mensch versteht das nicht, dass dann, wenn ich etwas tue, das eine Auswirkung der Gnade Gottes ist. Bedeutet Gnade nicht, ich kriege etwas geschenkt und dann kann ich mich zurücklehnen. Aber derjenige, der Gottes Gnade erfahren hat, wird in Bewegung gesetzt. Ein Mensch ohne Aufgaben verkümmert. Jeder Mensch muss nämlich die Erfahrung machen, ich werde gebraucht. Ich kann mit meinen kleinen und großen Gaben, mit meinen kleinen oder größeren Möglichkeiten etwas bewegen. Die Gemeinde Jesu Christi ist der Raum, in dem ich nehme und in dem ich geben kann. Hören wir von dieser Wirklichkeit der Gemeinde Jesu Christi und sehen wir gleichzeitig die Wirklichkeit unserer Kirche heute, dann verdichtet sich unser Bibeltext zu einer Art Leitfrage. Es ist die Leitfrage, die an uns gerichtet wird. Welche Aufgabe hält unser Herr denn für uns heute bereit? Wie können wir in ihr die Erfahrung machen, in dieser Gemeinde heute zu nehmen und zu geben, die anderen zu brauchen und selbst gebraucht zu werden? Gelingt uns das, deutlich zu machen, die Kirche braucht dich, weil Gott dich braucht? Dann könnte unsere mit sich selbst beschäftigte Kirche wieder gottvoll und erfahrungsstark werden. Diese Wendung habe ich von meinem katholischen Freund Paul Zulehner aufgenommen. Gottvoll und erfahrungsstark werden. Liebe Geschwister, unter der Asche der Organisationskirche glüht noch immer der Geist Gottes. Ja, dem heutigen Lebensgefühl entspricht vielleicht nicht eine verbindliche Mitgliedschaft und der regelmäßige Kirchgang. Es ist wahr, die Menschen wollen sich nicht binden. Und wenn sie kommen, dann suchen sie das besondere, ultimative Erlebnis. Wie kann sich dann der Geist Gottes heute aufs Neue entfachen und als helle Flamme in unserer Kirche lodern? Bei manchen bricht dann die Sehnsucht nach der guten alten Zeit auf und sie wünschen sich die Volkskirche zurück. Aber es geht nicht um die Rückkehr zu vermeintlich wunderbaren Zeiten. Es geht nicht um die Sehnsucht nach der Herstellung früherer Machtentfaltung der Kirche oder um das Buhlen heutiger gesellschaftlicher Anerkennung, sondern allein um die Frage, wie wird die Kirche fähig zu dem Dienst, den Jesus Christus ihr aufgetragen hat? Gott beruft Menschen in seine Kirche, um in diese Welt hineinzuwirken. Die Gemeinde ist nicht für sich da, die ist keine Kuschelkirche, in der man sich alleine wohlfühlen kann. Das ist ja der Grundgedanke, dass der unsichtbare Gott in dieser Welt den Körper Christi als seinen Wohn- und Wirkungsort angenommen hat und dass dieser Körper Christi bis heute in der Gemeinde weiter existiert. Und deswegen sollen wir mit unseren Gemeinden nicht bei uns bleiben, sondern zu denen hinausgehen, die bisher nicht zur Gemeinde gehören. Mit dieser Grundbewegung ist alle Selbstgenügsamkeit durchstoßen. Die Kirche ist dafür da, um in der Öffentlichkeit und über ihre eigenen Grenzen hinauszugehen. Das ist ihre Hauptaufgabe. Mit den Gaben oder Charismen, die der Geist schenkt, hat die Gemeinde die notwendigen Begabungen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Dann noch der dritte Gedanke. Es gibt viele Begabungen, aber nur einen Gott. In dieser Gemeinschaft gibt es Menschen, und nun muss man sagen, das, was Paulus hier nennt, ist relativ zufällig, dass er genau das aufführt. Gerade das wahrscheinlich, was ihm aus der Anschauung der korinthischen Gemeinde so vor Augen stand. Er nennt verschiedene, sehr verschiedene Begabungen. Die eine, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung raten kann. Den anderen, der elementar den Glauben aufschließen kann.
Der dritte versprüht Zutrauen. Ein anderer hat die Gabe, körperlich zu helfen. Und der nächste kann so beten, dass Wunder geschehen. Ein anderer hat Durchblick durch die unüberschaubare Gegenwart und kann Orientierung geben. Und ein anderer hilft, die religiösen Angebote und Lebenshilfeversprechungen zu unterscheiden zwischen dem, was dem Leben dient und was lebensabträglich ist. Und schließlich gibt es in der Gemeinde auch solche, die einfach die Gabe haben, sich ekstatisch in Gott zu freuen. Ein buntes Bild von einer Gemeinschaft. Natürlich ist diese Aufzählung nicht erschöpfend. Es gibt noch viel mehr Gaben. Zu diesen gehört die Fähigkeit, Türen zu öffnen. Die Fähigkeit, zu Menschen schnell Kontakt zu schließen, zuhören zu können, einen schnellen Blick für die Situation zu haben. Warum fehlen aber heute dann offensichtlich weithin die Menschen mit diesen Gaben und Begabungen, die unsere Gemeinden aufleben lassen könnten? Die beste Antwort finde ich wieder bei Dietrich Bonhoeffer, diesmal in der Geschrift Gemeinsames Leben. Er sagt dort an einer häufig übersehenen Stelle: Eine Gemeinschaft, die es zulässt, dass ungenutzte Glieder da sind, wird an diesen zugrunde gehen. Das ist ein hartes Wort. Eine Gemeinschaft, die es zulässt, dass ungenutzte Glieder da sind, wird an diesen zugrunde gehen. Das Problem der großen, unüberschaubaren Gemeinden der Volkskirche sind die über Jahrhunderte ungenutzten Gaben ihrer Glieder. Die vom Geist begabte Gemeinde baut sich selbst auf. Dagegen haben ungenutzte Glieder eben diese Gefahr. Sie werden starr und unbeweglich, schließlich können sie sogar absterben. Ich denke, hier liegt die eigentliche Krise unserer Kirche. Da gibt es einen Kreis von kirchlichen Expertinnen und Experten, Pastoren, Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen, Küster, Religionspädagogen, die versuchen, Kirche zu veranstalten. Mit viel Mühe und viel Kraft. Aber das ist keine Kirche, die lebt. Die Kirche lebt aus den Gaben der vielen, die gemeinsam Kirche leben. Kirche wird nicht veranstaltet, Kirche wird gelebt. Und jede und jeder in unseren Gemeinden hat eine Begabung. Es gibt keinen unbegabten Menschen. Wir müssen nur entdecken, wozu die Einzelnen begabt sind, was sie zum Wohle der Gemeinschaft beitragen können. Der Geist, sagt Paulus, will sich jedermann offenbaren und zwar so, dass dadurch alle einen gegenseitigen Vorteil haben. Ich darf Sie auch persönlich anreden. Wissen Sie, was Ihre Gabe ist, wo Sie sich einbringen können in Ihrer Gemeinde, womit Sie dienen können? Vielleicht wird für die Zukunft unserer Kirche das Entscheidende davon abhängen, ob wir beginnen, Gaben zu entdecken. Dadurch, dass jeder und jede den ihm oder ihr verliehenen Geist nutzt, beginnt der Leib Christi zu leben. Das ist eine charismatische Gemeinde, eine von Gott begabte und begnadete Gemeinde, in der jede und jeder eine Aufgabe zum Wohl aller übernimmt. Es ist den Lutheranern oft vorgeworfen worden, sie würden sich auf der von Gott geschenkten Gnade einfach ausruhen. Das ist ein schlimmer Vorwurf. Denn wenn ich wirklich Gottes Gnade erfahren habe, dann beruhigt sie ja nicht, sondern setzt in Bewegung. Die von Gott erfahrene Gnade aktiviert. Und das ist ein herrliches Gefühl. Ich werde gebraucht. Selbst in Stunden des Zweifels weiß ich, dass ich nicht unnütz bin. Und so ist der Dienst, den ich anderen erweise, Gnade. Der Dienst, den ich anderen erweise, ist Gnade, Gnadengabe, geschöpft aus dem unerschöpflichen Reichtum der Möglichkeiten Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Denken übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.